Hallo, ich grüße euch aus einem verregneten, beschaulichen Mittelfranken. Und es hat mir mit der Big Boy keine Ruhe gelassen, wie jetzt das Verhalten auf den Gleisen sein wird. Und dementsprechend habe ich jetzt doch noch einige Tests gemacht, was das Kurvenverhalten angeht, aber auch, ob es die Möglichkeit gibt, das Ganze mit motorisierter Hilfe fahren zu lassen. Also, dementsprechend habe ich müssen wir gerade warten, bis hier der LKW vorbei ist. So, habe ich also jetzt, wie gesagt, ein paar kurze Testsequenzen gemacht und ich hoffe, sie helfen euch bei eigenen Tests, wenn ihr die Big Boy gebaut habt, auch eigenen Einschätzungen, ob sie sich eignet, bei euch auf der Anlage zu fahren. Also, nach dem Intro geht's los. Ich habe jetzt hier eine Testbahn aufgebaut, von der habe ich jetzt gerade nur einen Ausschnitt, und zwar eine Rechtskurve. Und jetzt wollen wir mal anschauen, wie sich beim Handbetrieb Tender und Lok verhalten in der Kurve. Wir sehen also hier, wie der Tender stark rausschwingt. Die unteren drei Achsen, die sich frei bewegen können, bleiben schön in der Spur. Und jetzt kommt die Lok. Und hier sieht man eben das starke Rausschwenken zunächst des hinteren Teils der Lok. Und hier sieht man jetzt auch den vorderen Teil. Die Lok ist jetzt nur auf zwei Zapfen befestigt. Das heißt, wir haben also die Lok selber, die stark in die Innenkurve reinragt, und die Enden, die eher dann in die Außenkurve reingehen. Und die Gewichtsverlagerung führt dann zum Kippmoment. Und das kann natürlich dann Probleme machen, dass die Räder ungleichmäßig belastet sind. Übrigens sind also alle Reifen mit Haftreifen versehen, alle Räder, außer der vordersten Achse, der Lok, und den drei hinteren Achsen des Tenders. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie sich der Tender allein in der Kurve verhält. Der Tender wiegt übrigens 460 Gramm allein. Die Lok hat 680 Gramm. Das heißt, die Kombi wiegt zusammen 1140 Gramm. So, jetzt schiebe ich mal den Tender in die Kurve rein. Und man sieht sofort, wenn also vorne keine Stabilisierung erfolgt, durch die Kupplung der Lok geht das Fahrgestell raus und es entgleist halt. Fahren wir wieder zurück. Das heißt also, entweder man hängt die Lok dran, dann ist es stabil, oder man kann es auch simulieren, indem man den Tender weiter vorne greift, dass also Gewichtskraft vorne einwirkt und dann geht es sauber um die Kurve rum. Rückwärts ist wenig ein Problem. So, ich kann das auch simulieren, die Lok hier, indem ich den Tender von der BR01 von Bluebrix als Zugmaschine dranhänge. Ich lasse sie erstmal zurückfahren. Ja, mit ein bisschen Schwung packt das aber. Also der Tender allein lässt sich
gut fahren. Und wie man sieht, durch die Kupplung mit dem anderen Tender, der ist also jetzt eine Lok simuliert, fährt der Tender vernünftig um die Kurve drumherum. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Lok sich in der Kurve verhält. Wir sehen also hier ein extrem weites Rausschwenken der Lok, gerade des hinteren Teils, also des Führerstandes, in die Außenkurve und gleichzeitig der Mittelteil, der also stark in die Innenkurve reinragt. Und die Fahrgestelle sind also quasi nicht mehr unter der Lok. Damit verschiebt sich auch der Schwerpunkt. Es kommt zu einem Kippmoment. Und das führt dazu, dass sich also gerade bei diesen engen Kurven die Lok sehr schwer tut. So, fahren wir wieder rückwärts. Ich habe jetzt vorwärts gefahren, um zu zeigen, ich habe also den Tender von der BR01 hier wieder, den ich ja mit dem Powered Up Hub motorisiert habe. Und der hat ordentliche Kraft. Die Lok wiegt ja gute 640 Gramm. Kann also auch sauber wieder zurückfahren. So, jetzt lassen wir mal noch die Lok nochmal fahren. Macht Spaß. Geht auch relativ problemlos bis zu dem Punkt. Und auch zurück. Also ich habe jetzt keinerlei Tuning irgendwie an der Lok gemacht. Quasi out of the box auf die Gleise gestellt, so wie ich sie zusammengebaut habe. So, jetzt probieren wir es doch mal mit Anlauf. Ja, so packt es dann doch, um den R40 Radius zu fahren. Lok und Tender packt leider keine meiner Motorisierungen. So, ist der nächste Versuch aus einer anderen Perspektive, der Fahrt um die Kurve komplett. Ja, also klappt doch. Muss halt ein bisschen langsam reinfahren. Prima, also der Beleg, die Big Boy, zumindest mal die Lok alleine ohne Tender, packt es um die Kurve. Aber ich möchte fast die Prognose loswerden, dass auch mit Tender klappen würde. Nur das packt halt mein Antriebstender, packt das nicht. Das sind die gute 1100 Gramm einfach zu schwer. Okay, jetzt mal noch eine andere Perspektive. Na, da haben wir jetzt das Problem, dass die Räder durchdrehen. Muss man wieder ein bisschen stoppen und dann wieder anfahren, trotz der schwarzen Nitrilringe. Sieht also hier sehr schön das Rausschwenken der Lok, was natürlich jetzt optisch nicht schön ist und auch in keinem Fall dem Vorbild entspricht. Muss sich ja immer überlegen, wie groß ist so ein Radius in Natura. Da haben wir im Regelfall, irgendwas in Radius von 1000 Metern. Das entspricht jetzt im Maßstab 1:50, 20 Meter Radius. In dem Maßstab, über den wir hier reden,
Und das ist natürlich abartig gegenüber den, 30, 50, 70 Noppen oder entsprechend dann der Größenordnung Zentimetern. Das entspricht also in keiner Weise dem normalen Vorbild. Na, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Tenderline die komplette Lok nicht packt, aber ich habe ja noch andere motorisierte Hilfsmittel. Und da habe ich dann jetzt noch den Selbstentladewagen mit den Blubrix-Komponenten ausgepackt, den hinter den Tender gesetzt und sozusagen mit zwei Motoren jetzt angetrieben, die Big Boy. Ja, und wie man sieht, klappt das. Jetzt schauen wir mal, ob was hinbekommen, dass er die ganze Runde fährt. Habe leider die Kamera nicht geschwenkt, aber ihr müsst mal glauben, dass ich da jetzt keinen Schnitt und nichts gemacht habe. Und dass die Lok tatsächlich wieder auftaucht. Das heißt, sie hat eine ganze Runde gepackt. So, dann noch Impressionen von meinen Aufnahmen. Kurz nach der Aufnahme, wo der Big Boy die ganze Runde gefahren ist, ist es dann doch dann wieder entgleist, der Tender, weil vorne die Lok sich ein Fahrgestell gelockert hat.